Herr Mayer, im Dekanatsbezirk Erlangen haben Sie das Projekt Familienfreundliche Kirche aufgesetzt. Was genau haben Sie denn da gemacht? Wir haben 2,5 Jahre lang mit 12 Gemeinden insgesamt versucht, die Frage zu beantworten, was heißt es eigentlich, als Kirchengemeinde familienfreundlich zu sein? Wo kam die Idee her? Wir haben im Rahmen unserer Dekanatsentwicklung alle Kirchenvorstände gefragt, was sind denn die Themen, die bei euch gerade oben aufliegen, die euch beschäftigen, die euch interessieren. Und da hat sich dann nach einigen Diskussionsschlaufen und Auswertungsprozessen hat sich das rauskristallisiert. Und wir haben nochmal nachgefragt, auch bei den Kirchengemeinden. Viele haben den Eindruck, da ziehen junge Familien zu, klar, Umland von Erlangen. Und gleichzeitig tun wir uns als Kirchengemeinde, haben die gesagt, relativ schwer in Kontakt zu kommen mit diesen jungen Familien. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir das in größerem Rahmen gemeinsam bearbeiten und eben dieser Frage nachgehen. Was heißt denn Familienfreundlichkeit? Also die Idee war da. Wie haben Sie die Idee so bearbeitet, dass da tatsächlich auch ein Projekt draus wurde? Ich glaube, ein Schlüssel war, dass wir gleich am Anfang eben nicht gefragt haben, wer ist für Familie zuständig und dann sozusagen dieses Arbeitspaket in eine Ecke des Dekanatsbezirks geschoben haben, sondern überlegt haben, wer kann denn was beitragen zu diesem Thema Familie. Und dann eben ein runder Tisch entstand, wo dann Leute von der Diakonie, vom Kindergottesdienst, von den Kitas, von Bildung miteinander da saßen und überlegt haben, wie können wir dieses Thema gut bearbeiten. Und da war allein schon diese verschiedenen Perspektiven waren unglaublich spannend zu merken. Wenn jemand von der Diakonie über Familie redet, dann geht es um die Frage, wie lange kann das Kind noch in der Familie bleiben. Wenn jemand von Bildung redet, dann geht es darum, was kann man an Bildungsmöglichkeiten in der frühkindlichen Phase schon unterbringen. Also völlig verschiedene Perspektiven. Und das war eine große Bereicherung. Und daraus hat sich dann sozusagen dieses Projekt zusammengedampft. Was ist denn auf der Gemeindeebene entstanden? Wir haben die Gemeinden gebeten, wirklich mit Unterstützung des Kirchenvorstands sich anzumelden bei dem Projekt, also damit es auf jeden Fall verknüpft ist mit dem jeweiligen Kirchenvorstand und dann so ein kleines Projektteam zu schicken, die dann gemeinsam im Rahmen des großen Projektes für die eigene Kirchengemeinde Projekte entwickeln können oder Perspektiven verändern können. Also war so ein wichtiger Punkt die Zusammenarbeit zwischen dekanatsweiter Ebene und kirchengemeindlicher Ebene. Wie würden Sie diese Zusammenarbeit beschreiben? Also wir haben uns, ich gehöre ja auch zur Dekanatsebene sozusagen mit meiner halben Stelle, wir haben uns wirklich als Dienstleister verstanden an der Stelle für die Kirchengemeinden. So unser Bild war immer, die Tore, die werden vor Ort geschossen, weil nur da können die jungen Familien wirklich erreicht werden. Aber was wir auf Dekanatsebene machen können, ist, dass wir sozusagen das Spielfeld aufmachen, den Rahmen strukturieren, eben durch gute Impulsvorträge, durch gute Workshops, in denen auch das passiert, dass die Gemeinden sich miteinander austauschen, dass wir aus der Diakonie, aus dem Bereich Kirche mit Kindern die richtigen Leute holen, die inhaltliche Impulse einspielen und dadurch ja, das Feld aufmachen, den Rahmen bereiten, damit die Gemeinden vor Ort möglichst gut das Thema bearbeiten können. Jetzt geht es ja irgendwie auch um Stellenverteilung. Also nehmen Sie an, Sie wären im Dekanatsausschuss und Sie müssten jetzt Stellen verteilen zwischen dekanatsweiten Dienst und kirchengemeindlichem Dienst. Aus Ihren Erfahrungen dieses Projektes raus, wie würden Sie es machen? Also bei uns war letztlich spielentscheidend, dass wir die Ressource hatten, so ein relativ großes Projekt aufzusetzen. Das war zum Teil in meiner Stelle, die sozusagen in der Stellenbeschreibung steht, da die Projektarbeit mit drin und genauso bei Bildung Evangelisch mit der Renate Abesser. Und dann hatten wir das Glück, dass wir noch vom Amt für Gemeindedienst die Christine Falk dazu bekommen haben. Überall Klärung mit der Leitung, ist da Ressource da? Und das war wichtig, dass da wirklich quasi ein Zeitbudget auf dem Tisch lag, mit dem man was machen konnte. Und deshalb, ich glaube, ich würde Dekanatsausschüssen sagen, schaut mal, ob ihr die Möglichkeit habt, sowas wie Libero-Stellen einzuplanen, wo ihr nicht von vornherein sagt, wir brauchen eine Stelle für Familienarbeit, sondern ihr sagt, ja, wir schaffen da einen Freiraum, vielleicht eine halbe Stelle, und damit können wir dann Projekte bearbeiten. Das ist dann vielleicht für 2 Jahre ein Familienprojekt und vielleicht ist aber das nächste dann auch ein Seniorenprojekt, weil das Thema dann oben aufliegt. Es ist eine spannende Idee, quasi ein Libero nicht auf ein Thema zu setzen, sondern dem quasi ein Freispielbein zu geben. Jetzt sind Sie in Erlangen natürlich ein großes System mit vielen Stellen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Erfahrungen auch wertvoll sein können für andere Situationen in anderen Systemen?
Ich glaube schon. Also dadurch, dass wir ein relativ großes System sind, sind bei uns auch, ist der Kommunikationsaufwand oft auch enorm. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, in einem kleineren Dekanatsbezirk, wenn es da gelänge, so eine halbe Libero-Stelle zu schaffen, dass damit sehr viel passieren kann. Und wenn man dann noch schaut, eben mit welche Kompetenzen kann man an welcher Stelle einbinden, wo ist nochmal jemand, der vielleicht im Rahmen von einer Beauftragung oder so noch quasi ein Stück Zeit mit auf den Tisch legt, dann kann da was zusammenkommen, glaube ich, wo wirklich gute Impulse entstehen können. Mhm. Herzlichen Dank. Spannende Planungsideen. Wir werden sehen, was in anderen Dekanatsbezirken daraus wird. Vielen Dank dafür. Gerne.